So, da sind wir auch schon wieder zurück. Einmal unser neues Zuhause. Warum zeige ich euch das gerade richtig? Es geht um die Schweinezucht. Wir gehen direkt mal rüber in unser altes Zuhause, weil wir mussten einfach vergrößern, auch wenn unser Lager auch minimalistisch ist. Ihr seht es gerade, meine Frau ist dabei, die Steinmauern zu verbessern. Wenn ihr wissen wollt, wie das auch geht, gerne in der Playlist gucken mit Tipps und Tricks. Da habe ich schon ein Video zu hochgeladen, weil ihr seht, so haben wir angefangen. Ganz klein und bescheiden. Aber worum soll es hier in dem Video gehen? Richtig, ihr seht, hier laufen Schweine rum. Und das Schwein ist noch hungrig. Das auch. So, wie kriegt ihr das auch hin? Ganz einfach, meine Frau hat das gemacht und sie hat sich einfach ein wildes Schwein draußen geholt und hat ihm eigentlich nur Bären vorgeworfen. Das Problem ist einfach, ihr seht ja auch gerade, ich habe die extra hier hingelegt. In gelbe Pilze, die werden auch gefressen von denen. Und jedenfalls, wie könnt ihr die zahmen? Gut Deutsch. Ihr geht einfach hin, geht ins Inventar, holt die Bären. Dann müsst ihr im Moment warten. Und dann, ja, geht er hin. Na, wie ihr seht, zack, Fütterung der Raubtiere. Also mit Bären geht es wohl echt doch am besten, weil die Pilze packen die nicht an. Schon komisch. Also. Dann habt ihr den gezähmt. Ihr seht, ihr könnt noch streicheln. Aber wie bekommt ihr den jetzt quasi in euer Zuhause? Jetzt wird es kompliziert. Weil die rennen euch nicht hinterher. Die sind zwar dann gezähmt, greifen euch nicht mehr an, aber freundlich sind sie jetzt deshalb immer noch nicht. Also schon freundlich in dem Sinne schon, aber sie laufen hier nicht hinterher wie so ein typisches Haustier, wie man sich das halt vorstellt. Ja, jetzt wird es, wie gesagt, kompliziert. Jetzt müsst ihr anfangen, euer Schwein quasi in den Stall zu schieben. Und das geht dann. Leider Gottes, so. Wenn ihr eine bessere Lösung gefunden habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil wir haben noch keine bessere gefunden. Aber so hat meine Frau sich dann halt gequält und hat dann zwei Schweine hier reingeschickt. Und wenn zwei Schweine quasi zusammen sind und ihr füttert die, entstehen auch Kinder. Deshalb, hier waren auch nur noch drei Stück drin. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir schlachten hier keine mehr ab. Und ich will das Ding hier einfach komplett voll haben mit Schweinen. Ihr seht ja, es werden immer mehr. Aber was ich halt jetzt auch gesehen habe, die Pilze habe ich hier überall verteilt. Aber die fressen wohl echt am liebsten die Himbeeren. Gucken, das Schwein scheint hungrig zu sein. Ja, da muss ich gleich nochmal losgehen und doch Beeren sammeln. Blaue Beeren habe ich jetzt auch keine dabei. Also füttert die am besten mit Himbeeren oder guckt halt, ob die Blaubeeren auch funktionieren aus dem Schwarzwald. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. In gewissen Abständen entsteht halt ein kleines Ferkelchen, das wird dann auch wieder zum Schwein. Und so werden es halt nach und nach immer mehr. So, ich hoffe, ich konnte euch damit schon weiterhelfen. In dem Sinne, euch schon einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Gerade scheint draußen schön die Sonne. Spielt nicht zu viel. Ich setze mich weiterhin, mache für euch die Videos. In dem Sinne, gern Like da lassen. Abo vielleicht nicht vergessen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.